Okay, Thunfisch will auf jeden Fall keine Kinder kriegen. Testo kostet weniger als Whey. Das ist die traurige Wahrheit, ne? Ja, das sind so die Badewann-Testo-Straßenpreise. Stoff muss rein, mehr Power muss her. Junge, der Bartwuchs kommt aber langsam, ne? Thunfisch, hat sich die erste Testo-Kur, Badewann-Testo-Kur auf jeden Fall gelohnt, Alter. Thunfisch, 46 Kilo auf den Schrägbank mit kurzer, Junge, ich bin wahrscheinlich stolz wie Oscar, Alter. Das sieht mir nicht mehr nach Testo-Only aus. Guten Morgen, Günay, den Gendobre Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute reagieren wir auf den größten, auf den allergrößten Fake-Stoffer der deutschen Fitness-Szene. 200 hier, 300 hier, 400 hier. Nämlich Thunfisch Aesthetics hat mal wieder ein neues Video gedroppt. Oh, du bist ein gottloser, räudiger Typ, Alter. Und natürlich dreht sich wieder alles ums Stoffen. 250, desto änderbar. Mensch, Junge. Da hast du ja ganz schön zugeschlagen. Nämlich Stoffen kostet nur 4 Euro pro Woche. Yeah. Keine Ahnung, was der Kollege sich für ein Badewannentesto reinknallt in seine schmale Schulter. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. Let's go. 3,50 Euro für Stoff pro Woche. Und das ist richtig. Testo kostet weniger als Whey. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Essen. Boah, bist du hässlich. Booster ist gerade auf dem Weg in meine Gedärme. Ich weiß immer noch nicht, was das hier... Junge, diese Schamlippenbehaarung, langsam, Maschallah, Thunfisch, Alter. Wenn du jetzt noch regelmäßig zum TÜV gehen würdest, zum Friseur, steht dir gut, Alter, diese kleine Schnurrbart da unten. Für ein soziales Experiment sein soll, aber wir sind dabei und es geht ins Busch trainieren. Kopfhörer geladen? Wenn nicht, solltet ihr das schon nichts tun. Ohne Kopfhörer ins Gym fahren ist immer kacke. Und damit wird der Crank auch vernichtet. Klasse. Was ist das denn für ein T-Shirt, was du da anhast, Kollege? Muss doch prall sitzen, wie bei mir, Alter. Muss doch Platz, da ist doch richtig eng geschnitten, Alter. Ist doch viel zu locker da bei dir, Junge. Bau mal noch ein bisschen auf. Das extrem EAAs und ein paar Elektrolyte. Solltet ihr Supplements brauchen, ich würde mich freuen, würdet ihr meinen Code bei ESM benutzen. Ich brauche auch ein M3 Competition wie William. Ist richtig. Hä? Ich fahr Toyota Aygo, Digga, immer noch, weißt du doch. Toyota, Bruder. Hier. Toyota. Was für ein Führerschein. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Geil! Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne bei esan.com einkaufen, Kurt Thunfisch. Vielen lieben Dank für euren Support. Welche Uhrzeit ist denn der heute trainieren? Wahrscheinlich 6 Uhr morgens, damit dem bloß keiner über den Weg läuft, Alter. Mit seinem Stativ und seiner Kamera. Zwei 15er und eine 5er. Das sollte eigentlich gehen. Hoffentlich. Wenn nicht, habe ich halt ein Problem. Hey Junge, der Bartwuchs kommt aber langsam, ne? Thunfisch, hat sich die erste Testo-Kur, Badewann-Testo-Kur auf jeden Fall gelohnt, Alter. Mit libanesischen Badewann-Testo aus Essen. Stabil. Schwer und falsch. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Aber das für ein Top-Set. Sollte eigentlich in Ordnung sein. Warm-up haben wir jetzt durch. Meine Schulter. Schlucken soll man schon können, Colin. Machen wir mal ganz entspannt, ne? Ist ja schließlich immer noch Dienstagmorgen. Man hat eventuell gerade gesehen, dass ich beim Topset versucht habe, meine Brust aufzurichten. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar, indem ihr die Brust aufrichtet, bekommt ihr einfach einen besseren Hebelarm von der Brust auf die Schulter. Dadurch, dass euer Brustkorb quasi runder wird. Stellt, dass er so flach ist, richtet ihn auf und dann spannt sich die Brust. Was, Bruder? Hier drüber hat den Hintergrund, dass ihr dann quasi mehr Kraft aus der Brust entwickeln könnt. Deswegen auch immer, wenn ihr... Hauptsache, ihr zieht die Kraft nicht aus dem Boden, Alter. Achtbank drücken, Schrägbank drücken, sonst was. Richtet gerne eure Brust auf, macht eine stolze Brust und dann müsst ihr halt dementsprechend den Winkel, aus dem das Gewicht kommt, halt variieren. Und wenn ihr eher eigentlich eine Schrägbank-Variante macht und dann die Brust sehr weit aufrichtet. Bruder, wir sind hier noch nicht bei Brose BZC, mal wie teuer, was du für einen Stoff nimmst, der 4 Euro die Woche kostet. Was kann das wohl für ein Stoff sein, Alter? Dann kann das sein, dass ihr schon verhältnismäßig flach wieder drückt, genauso wie mit den Schulterblättern hinten verankern. Das mache ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Sondern versucht man die Schulterblätter stabil hinten zu lassen. Das kann man nur, wenn man eine gewisse Kontrolle über die Schulterblätter hat. Und Anfängern würde ich das sowieso nicht empfehlen. Aber wenn ihr es schafft, dass ihr eure Schulterblätter quasi über dem Ledsplit auseinanderschiebt und nicht das hier macht, sondern hier hinten ist und so drücken könnt, dann lasst die Schultern da, solange ihr nicht das macht. Sehr geile Seitheb-Variante, müsst ihr mal testen.
She was telling it straight. Boys, leave it alone. If you don't settle down, I will play my trombone. And Grandpa Dragon will bust out his saxophone. Maschallah, Thunfisch, 46 Kilo auf den Schrägbahn mit kurzer Junge. Du bist wahrscheinlich stolz wie Oscar, Alter. Sehr stark. Weiter so, Junge, weiter so. Stoff muss rein, mehr Power muss her. Jetzt aber zu dem Thema des heutigen Videos. Ich blende euch mal hier ein Screenshot ein aus einem Video. Und zwar ist das Video von der ARD. Testosteron ändert hat 10 Milliliter, 35 Euro, Cypionat 35, so, Base. Ja, das sind so die Badewannen-Testo-Straßenpreise. Ja, das passt. Beziehungsweise, das ist eine Doku. Die haben euch offensichtlich mal so einen Hinweis gegeben, ob ihr bei eurem Stoff abgezogen werdet. Weil da sind halt Preise drin. Unter anderem so 35 Euro für Testo E. Das ist der Straßenpreis. Alhamdulillah. 10 Milliliter. Wie genau? Habe ich so gehört. Wie soll ich das beschreiben? Ohne, dass ich dafür gebumst werden kann. Ein guter Freund. Halt die Schnauze. Von dem Cousin meines Opas, davon der Schwimmschwager. Davon der Hamster, davon der Toaster, dessen Verkäufer hat mir erzählt, dass die Preise gar nicht so unweit weg sind von der Realität. Jeder, der mal so ein bisschen jetzt im Kopf überschlagen hat, warte mal, 35 Euro, das sind 250. Ey, ich muss sagen, das Video ist bis jetzt sehr, sehr gut geschnitten, Alter. Richtig Props an den Cutter, das gefällt mir hier. Auch gerade mit Auto mach hier, ich mache hier und das, sehr stark. Das war so 300 Milligramm drin pro Milliliter. Dann kommt man ja raus bei 3,50 Euro für Stoff pro Woche. Und das ist richtig. Testo kostet weniger als Whey. Pro Woche. Ganz entspannt. Und zwar viel weniger. Das ist die traurige Wahrheit, ne? Das ist krass, Alter. Das ist wirklich krass. Erst recht, wenn man so einen Whey-Konsum hat wie ich mit 150 Gramm oder so am Tag. Und das ist leider die Wahrheit. Und das Schöne ist, das ARD hat euch diese Infos zur Verfügung gegeben. Das ist jetzt nicht wie so ein Händler oder so oder sonst. Welcher ARD-Reporter ist da fleißig im Darknet unterwegs und geht da auf irgendwelche diverse Bodybuilding-Steroid-Seiten und bestellt da nach diesen Preisen? Das würde mich mal interessieren. Was kann das wohl für ein Reporter sein? Bestimmt so ein Hobby-Disco-Pumper, Alter, der sich da auch das Testo reinschießt, Alter. Was so. Und wenn ihr gerade am Ballern seid, dann könnt ihr mal eurem Ticker so die Liste vorlegen und sagen, so, ja, können wir mal am Preis machen. Das ist halt leider die Wahrheit. Nochmal hier, dicker Disco. Bitte, Bruder, 2 Euro runter, bitte, machst du gute Preis, Abe. Disclaimer, ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch so einen Scheiß macht. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand von euch anfängt und sich seine Gesundheit ruiniert. Und wenn ihr so einen Scheiß unbedingt machen wollt, wovon ich euch eh nicht abhalten kann, dann macht das bitte vernünftig mit Blutbildern, Coach und sonst was. Und der Scheiß ist dann halt richtig teuer, wenn man es richtig machen will. So ein Blutbild, je nachdem, ob, wie viel man von der Krankenkasse... Mich triggert so verdammt nochmal dieses Nasenhaar, was aus seiner Nase die ganze Zeit rausguckt. Da glaubt ihr mir gar nicht. ...bekommt, kann schon mal ganz schön teuer werden, ein Coach kann... Genau das hier, Freunde. Seht ihr das? Hier? Digga, kitzelt dich halt nicht? Reiß dir das mal raus, Alter. Was ist denn los mit dir, Alter? Kann ganz schön teuer werden. Ein guter Coach. Nicht irgendwie so, der Typ verkauft euch auch euren Stoffcoach. Supplements werden teuer, Ernährung wird teurer, alles drumherum. Also nur so als kleine Randinfo, wenn ich jetzt sage, so Stoff kostet euch so 3,50 Euro, 4 Euro pro Woche, 4 Euro mit Nadeln und allem drum und dran. Da kommt dann aber noch zu, dass ihr, keine Ahnung, 250 Euro pro Monat auf jeden Fall für einen Coach hinlegen solltet, 200, 250. Wenn ihr wirklich günstig an einen rankommt, nimmt der einen Huni von euch, aber dann ist... Ey, stabiler Real Talk hier vom Thunfisch, gefällt mir gerade. Das Video ist echt gut, Mann. So sehr ich dich auch nicht mag, nein, Spaß. Das Video ist gut, Props gehen raus. Da meistens die Qualität eher schwierig. Es reicht, wenn der Vollzeit davon leben muss irgendwie. Gehen wir mal von 250 Euro pro Monat für einen Coach aus, was ein komplett normaler Preis ist, wenn man vernünftig betreut werden will. Wenn der Typ vernünftig ist, gibt er euch auch noch Supplements auf für, ich habe mal so bei mir durchgerechnet, so 300 Euro. Ja komm, das sind jetzt aber auch utopische Wunschvorstellungen, die der Thunfisch da gerade hat. Ne? Das, was der sagt, ist natürlich wirklich so und sollte auch so von jedem gemacht werden. Aber 95%, ach, Digga, 99% der McFit-Pumper haben weder einen Coach, haben noch nie ein Blutbild gemacht, nehmen niemals Gesundheitssupplements und befassen sich gar nicht mit der Materie, sondern knallen sich direkt alles rein, Freunde. Und an dieser Stelle auch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, zu stoffen, würde ich euch natürlich raten,
sich um die Gesundheit zu kümmern. Beispielsweise mit einem wunderschönen Athlete Stack, wo ihr alle Vitamine und Mineralien in einem wunderschönen Produkt kombiniert habt. Oder um euer Stresshormon zu senken, Ashwa Pro. Oder beispielsweise noch ein schönes Novasol Kurkumin. Das Ganze findet ihr aktuell um ganze 20% reduziert mit meinem Code William auf esn.com. Und nein, ihr bekommt dann kein Porsche Panamera, aber ihr könnt ordentlich sparen. 20%. Vielen lieben Dank fürs Supporten, fürs Shoppen und weiter geht's mit diesem strammen Video hier. Roman hat gut, ich bin noch gesponsert, Athlet und da ist Way mit drin, aber lass es mal 200 Euro Supplements sein. Pro Monat sind wir schon bei 450 Euro Mehrkost pro Monat. So, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Essen, was ihr irgendwie drin habt. So, sagen wir auch nochmal 100 Euro Mehrkosten, habt da 550 Euro Mehrkosten im Monat vom Ballern. Und dann braucht ihr gegebenenfalls nochmal Medikamente. Für diese 14,95 Euro, die das monatlich kostet, auch noch einen Buchclub mit rein integriert. Obwohl, überlegt doch mal, Alter, Buchclub. Stoff so günstig ist, entstehen da für euch gegebenenfalls ziemlich krasse Kosten, die ihr nicht sofort seht. Es ist recht, wenn Leute mir jetzt schreiben, so, ja, Bruder, ich bin 18. Erstmal mit 18 hier, ne? So alleine englokines System und so, wenn ihr mit 18 anfangt zu ballern, dann... Warte mal, wie alt war Thunfisch denn, als er angefangen hat? War der nicht auch irgendwie 20, Anfang 20 rum? Da war doch was. Könnt ihr schon mal euren eigenen Achsen, also eure eigenen Achse und eurem Kinderwunsch, die Tür zeigen. Okay, Thunfisch will auf jeden Fall keine Kinder kriegen. Und die kommen auch nicht wieder. Macht keinen Scheiß bitte. Und wenn ihr so einen Scheiß macht, habt bitte genug Geld in der Hand, dass ihr euch den Scheiß leisten könnt. Wenn ihr hinterher, keine Ahnung, eine Gyno habt und sie nicht wegoperieren lassen könnt, weil ihr einfach pleite seid, ist kacke. Vielen lieben Dank nochmal an die ARD, dass ihr der Community zeigt, wie günstig Ballern ist. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Das ist Arnes. Sag mal dein Bizeps. Hast du schon wieder Dinge? Trainer lieben es, wenn sie alleine im Studio sind, wenn ihnen jemand auf die Ampel geht. Das reicht wegen so etwas Unnötigen wie einem verschlossenen Kursraum. Aber ich mach das gerne. Ich mach mich gerne unbeliebt. Danke dir. Das wissen wir, mein Lieber. Scheiße, ne? Ja, wenn ihr nachher in die Ecke geschissen wurde, ich war's. Oh, da hat sich wieder einiges getan, Alter. Stramm, ey, der sieht jetzt wirklich... Ich glaube, der Kollege zieht langsam sein fucking Essen durch, weil der wirkt extrem prall. Oder, Freunde, er zieht nicht nur sein Essen durch oder kompensiert das mit noch mehr Stoff. Könnte natürlich auch sein. Da könnten jetzt auch vielleicht andere Substanzen mit im Spiel sein. Habe ich mal so gehört. Habe ich mir vielleicht so überlegt. Weil das sieht mir nicht mehr nach Testo-only aus. Da vielleicht ein bisschen HGH mit im Spiel sind oder irgendwelche Tablettchen. Freunde, haut mal in die Kommentare. Was denkt ihr, was ist der aktuelle Stack von Thunfisch? Weil... Test only, Digga. So eine kleine Pipifax-Anti-Aging-Dosierung, von der der da gequatscht hat, da glaube ich dem nicht mehr. Ich denke, da ist, wenn ich jetzt schätzen würde, raten würde, mein Expertenauge, Aufbau will er machen, kurzen Aufbau. Im Herbst will er auf die Bühne. Was macht man, wenn man kurz, schnell aufbauen will? Testo, Susta beispielsweise. Deka, Primo. Vielleicht noch ein paar mal orale Dinger mit reinknallen. NPP, also Kurzzeit-Deka. Insovax, okay, würde ich jetzt bei dem nicht denken, weil ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Dann wäre der mit nicht mal mit 4 Euro am Tag bedient. Da wäre es auf jeden Fall über 10 Euro am Tag. Aber ich denke mal schon, dass da jetzt 2, eventuell sogar 3 Komponenten mit im Spiel sind. Haut eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was ballert Thunfisch? Ja, sogar die Seite wirkt jetzt gut. Die habe ich ja bei ihm kritisiert, die Seite. Brust streifig, Digga, gut. Hautbild auch verändert, verbessert. Sehr stramm. Classic Pose auch am Start. Thunfisch, Junge, mit Vakuum. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. Ich bin jetzt hier fertig. Aber ich hoffe, euch hat der Formcheck noch so ein bisschen gefallen, euch meine Krüppelform anzugucken. Nee, tatsächlich geht es aktuell ganz gut voran. Mit dem Essen läuft es vernünftig, mit dem Training läuft es vernünftig. Offensichtlich scheint Hit-Training das Richtige für mich zu sein. Der Tim Gabel hat dazu tatsächlich einen vernünftigen Podcast gemacht mit dem Dr. Malte Kukert. Der Typ mit der Glatze und dem... Liebe Grüße an Dr. Malte. Wir haben geschrieben, cooler Typ, feiert die Reaction. Ja, der Zellbiologe, sehr, sehr guter Podcast. Danke dir auch noch.
sehr, sehr cooler Typ. Auf Genetik und sein, aber ist ein anderes Thema. Von daher, wenn ihr das alles jetzt interessant fandet, folgt mir gerne auf Instagram. Da bekommt ihr nochmal viel Behind-the-Scenes-Infos und Angebote, was ESN angeht und sexy Fotos von mir und noch mehr Roasting auf William und noch mehr schlechte Witze. Von daher, liken, abonnieren. Bruder, wo hast du mich jemals geroastet, Digga? Es gab eine Ansage, dann gab es eine Antwort. Eigentlich bist du jetzt beerdigt. Ja? Naja, egal. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Teilen. Ich will doch gar nicht mehr mit dir mich rumbeefen, Digga. Aber das ist unfair. Aber du fängst immer wieder von vorne an. Penetrieren. Penis. Toll, herzlichen Glückwunsch. Ja, verpiss dich. Ja, verpiss dich. Markus sagt auf jeden Fall immer das Richtige. Vor allem in den Videos von Thunfisch. Aber Freunde, ich finde tatsächlich, ich muss in diesem Video dem Kollegen Props aussprechen. Seine Vlogs, seine Videos werden qualitativ, nicht nur von der Qualität her, auch vom Schnitt her, immer und immer besser. Auch inhaltsmäßig hat mir dieses Video sehr gut gefallen. Kurz und knapp, amüsant, geile Cuts drinne, cooler Real Talk über Stoff, weil es wirklich so ist, Digga. Wenn man Testo Only knallt, ist es tatsächlich günstiger als alles andere. Es ist unfassbarer Medikamentenmissbrauch für unfassbar wenig Geld. Haut eure Meinung in die Kommentare, liked und abonniert den Kanal. Liked das Video, wollte ich sagen. Ja, und wir sehen uns heute Abend um 20:30 Uhr auf Twitch, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.